Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich, ihr Süßen. Herzlich willkommen bei Far Cry Primal. Und dem geneigten Zuschauer ist vielleicht aufgefallen, dass ich gerade aussehe wie ein Mathelehrer aus den 50ern. Ja, meine treue Titangestell, fast ohne Gestellbrille, hat leider das Zeitliche gesegnet. Und darum muss ich jetzt leider meine Ersatzbrille erstmal herhalten. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Die hat, könnte ein bisschen aufwendiger werden, die zu reparieren bzw. zu ersetzen. Insofern, tada! Heute, da hätten sich schon wieder eine Mission näher kommt. Heute wollte ich mich doch tatsächlich, hier unten habe ich letztes Mal den Wolf geholt. Und dann würde ich mich jetzt, glaube ich, damit auseinandersetzen wollen, mit den Blajimansteinen. Nee, gar nicht mit, ne? Roshani von den Isila rette die Venkajäger vor der Opferung durch die Isila. Alles klar, das werden wir doch einfach mal versuchen. Gucken, ob das so einfach wird, wie die letzte Festung, die wir hier geholt haben. Oh, oh. Da sind wir gerade so einen fetten Stress gekommen. Und ein Wolf, der versucht, meinen Mate Platz zu machen hier. Zack, stirb einfach. Ja. Hallo? Wir sind die jetzt alle zu ihrer Base zurückkommen. Die wir ja gerade eingenommen haben. Die, ja. Wir müssen alle zurückdenken, so geil, wir bringen hier die Gefangenen hin und sind voll die coolen und dann. Ja. Leider nicht so. Passiert, du kannst gleich hier bleiben. Bewohne dieses Dorf für mich. Auf dass es unser bleiben möge. Venja Town. So, jede Menge ungelooteter Krimskram. Haben die, meint ihr, die haben was dabei, was wir brauchen können? Holzpfeil, ja toll. So. Ein neuer Dorfbewohner. Tasche voll, kann ich nicht benutzen. Läuft. Ja. Ja, da will ich mich jetzt gar nicht lange mit abkaspern. Hier, herzlichen Glückwunsch. Nimm dir eine Hütte. Die sind alle frei zur Verfügung. Ich persönlich würde die hier nehmen, die sieht ganz gemütlich aus. Auch nicht. Was kann man da Schönes suchen? Hier. Ist bereits voll. Das ist schlau, die dann mitzunehmen, wenn sie bereits voll. Naja, egal. Wir wollten da so hin. Ich. Welche sinnvoller? Vom Grundsatz her sieht die kürzer aus. Nehmen wir die. So. Oh, ich stelle gerade fest, ich habe meinen Tee oben stehen lassen. Wird ein ziemlich starker Tee, dann würde ich vermuten. Aha, wir sind hierher gewandert und jetzt ist es plötzlich dunkel. Okay. Und die beiden sind vom Raumschiff USS Mamuta und machen hier eine Außenmission. Da hätten sie wieder 12 Millionen Wölfe. Sag mal, wie viele denn noch? Wenn ich mir nur aus dem einen kann ich mir 200 Pfeile zurückholen hier. Nur aus dem hier. Wir müssten Hadam Riese eigentlich 5 bis 6 Pfeile drin stecken, mindestens. Jetzt kloppen die an dem rum. Das ist doch Mist. Ja, ich darf jetzt wieder um mein Leben laufen, weil er sich nicht zurückhalten kann, ne? Das ist ein kleiner Traum. Echt. Oh, in Ruhe. Ja, kann ich mir
Hi. Wirklich jetzt? Dann lass mich wenigstens zu meinem Horschi hier wieder hin, damit ich den wiederbeleben kann. Das finde ich, also, das ist grundsätzlich ein geiles Pet, aber dass der sich nicht zurückhalten kann und bei allem und jedem Stress anfängt. Die Gegend ist auch scheiße. Muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen. Ich finde das echt ätzend. So, komm, wir ziehen es jetzt mal hier. Komm, komm. Hoppala, hoppala. Hier, den nehme ich noch mit. Na, oh, sag mal. Wirklich. Ein bisschen anstrengend. Ja, 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 ja. Komm jetzt. Mir jetzt. Oh, alter Schwede. Der ist ein bisschen dumm. Trottel. Also. Schauen wir uns mal an, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Das heißt, die Region halt super. Ganz toll. Ja. Super. Hast du wieder jemanden, mit dem du dich anlegen kannst? Wenn wir da hinten durch, das ist keine so richtig gute Idee. Stark, aber dumm. Und ich bin derjenige, der das ausbaden darf. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh Gott, ich habe da ganz mieses Gefühl bei. So, ich muss jetzt wohl noch immer mal zur Seite gucken. Da müsst ihr euch aber nicht von. Hab ich überhaupt noch? Das ist tatsächlich noch nicht voll. Seltene Pflanzenwurzel. Sehr schön. Du bleibst hier. Du bleibst hier. So, da hinten müssen wir hin. Das ist praktisch. Da haben wir hier gleich nochmal. Achso, hätte ich vielleicht vorher bauen sollen. Habe ich. Nein. So, das sieht so aus, als sollten wir oben drauf bleiben. In der Hoffnung, dass er nicht wieder Streit anfängt. Da hinten sind auf jeden Fall eben jene genannten Steine. Da ist wieder alles voller Wölfe. Sehr gut, da können wir durch, Kollege. Hier können wir durchhuschen, wenn du schnell genug bist. Komm, 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 komm. So. Blutopfer. Okay. Also da oben, das sieht schon so nach einem Opfersteinkreis aus. Wir schleichen uns hier toll durch den Lichtschein der Fackel hindurch. Hat uns keiner gesehen. Dann nehmen wir den Lichtschein von diesem Dings auch noch mit. Hier können wir uns hochhangeln. Das machen wir doch gleich mal. Na. So, da. Und stehen mitten im prallen Leben. Das sind irgendwelche Priester, würde ich jetzt mal vermuten. Hier mit dem Rücken zum Licht. Weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist. Drehe ich das Gesicht lieber hin, dann sehe ich mich. Das ist einer von meinen. Das sind aber nur. Sind das nur drei? Vier? Die Frage ist natürlich, ich glaube, das wäre nicht verkehrt,
Wenn sich Kollega den da vornimmt und ich nehme die beiden Priester vor. Oder hätten das noch mehr? Ne, das ist nur ein Horn. Da stand noch einer. Der ist noch nicht alarmiert, das finde ich gut. Hallo? Ist noch einer. So, was nun? Röte die Priesterin. Also, da werden jetzt wohl noch mehr kommen. Bin mir nicht so sicher, dass das gut wird hier. Da kommt auf jeden Fall noch jemand. So. Befreie die Wände. Haben wir geschafft, oder was? Oder wie, oder was? Die Avenger? Ist nur einer. Hallo? Blutopfer abgeschlossen. Okay, war Action, aber jetzt nicht unschaffbar. Ist okay. Ein neuer Dorfbewohner. Für den ganzen Stress hier, naja, ich will mich nicht beschweren. Der hat aber einen schönen Bauch. So. Ach, die haben sowieso alle nichts dabei, oder? Die sind sowieso immer alles voll. Ja, komm. Easy. Genau. Dann wollen wir mal ganz kurz gucken. Ja. Super Animation. Schönen Dank. So. Beutetasche, wie viel Fleisch habe ich da dabei? 36 ist eigentlich nicht schlecht. Fertigkeiten habe ich 7 wieder. Schwerer Take, vielleicht sollte ich mir den schweren Take doch noch mal. Doppelte Keule. So viele Keulen, Bosse, doppelte Stachelbombe, stellt 2 Stachelbomben. Ja, das ist alles. Doppelte Feuerbombe, stellt 2 Feuerbomben mehr. Ich weiß noch nicht mal, wie ich eine herstelle, aber okay. Ich glaube, wir nehmen mal den schweren Takedown. Was ist das hier dann? Ketten-Takedown. Schaltet mehrere Gegner nacheinander aus. Nehmen wir den F, bewege dann. Angezeigt nach den Gegner in der Nähe auszuweiten. Okay. Ach, was soll's. Komm. Nehmen wir den. Nutze ich sowieso nie. Was soll's. Also die Punkte los. Ja, die wiegen so schwer, die Punkte. Jetzt krieg ich sie endlich los. Ja. Das nächste logische Ziel. Das ist der Grund, ich habe eben gerade geguckt, bevor ich das Spiel angefangen habe, habe ich nochmal reingeschaut und festgestellt, 42,5% habe ich von dem Spiel tatsächlich schon geschafft. Wir sind in der Karte, würde ich jetzt sagen, mal gefühlt deutlich weiter. Hier hinten müssen wir nochmal hin. Hier unten müssen wir nochmal hin. Und logischerweise hier. Also ich würde sagen, was die Karte angeht, zumindest so wie ich stehe, okay, hier müsste man tatsächlich auch nochmal reinschauen. Würde ich sagen, wir sind deutlich weiter. Aber es ist natürlich dieses Ganze hier. Und Höhlen und Fragezeichen und bla und hast du nicht gesehen. Kann man alles machen, finde ich persönlich aber immer nicht so ultra spannend. Also wenn es dann irgendwie noch so einen richtig tollen Vorteil hätte, so der letzte Kniff oder... Oder wenn man anders nicht weiterkommen würde oder so, aber wir kommen ja eigentlich gut voran. Insofern. Ja, nö. Also ich würde sagen, sehr schwer, viele XP. Du brauchst die Kraft eines Mammuts um das Tor. Nur Tensei kann dich im Kampf auf die Batari vorbereiten.
Die Frage ist natürlich, dazu müssen wir natürlich erstmal zu Tensei hin. Ich hoffe einfach mal, dass das die Quest ist, die da jetzt auf uns wartet. Gemeinschaft noch Dark. Takara muss die Wendler zusammenführen und den Vormarsch der Udam aufhalten. Udam sind wir übrigens schon ziemlich lange nicht mehr begegnet. Wir sind die ganze Zeit in Ilika. Ich weiß nicht mal, wie die Leute heißen, die ich töte. Egal. Das ist im Krieg meistens so. So, dann schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall. Hier schauen wir mal rein. Ninja Balshauga. Nu, Jam Jam Shan. Ach, das ist die Jägerin, ne? One mass. Some, some. Manch lauter mama auf Badi, Chitauga. Das macht man nicht. Ist okay. Jemand soll man dann auch gehen lassen. Also ich meine, wir haben sie offensichtlich von ihrem Thron, von ihrem Jägerthron gestoßen. Also so scheint sich das für sie zumindest anzufühlen. So würde ich das jetzt interpretieren. Aber naja, letzten Endes sie ist halt auch schon ein Tag älter. War mir auch nicht so leicht sympathisch. Aber dann soll man sie auch ziehen lassen. Denke ich. Das ist für sie auch wichtig, oder? Das ist halt ihr Lebensinhalt war das Jagen und das kann sie jetzt hier nicht mehr so richtig gut machen. So, jetzt gehen wir erstmal da oben hin. Ach ja, genau, zu dem Gefangenen müssen wir auch noch hin. Vermute ich mal. Ach ja, ist ja gar nicht mehr gefangen. Der hat ja jetzt sein eigenes Suit hier bekommen. Das ist so eine Hütte, hätte ich auch gerne. Und ich muss da hinten in der alten Höhle leben. Ganz toll. Weißt du, er hat hier... Boah. Naja gut, im Schatten dieses Baumes, aber guck mal, was er für einen Ausblick hat. Und dann guck mal, was ich da hinten für einen Ausblick habe. Weißt du, ich kann hier auf feuchte Rinnsale von den Wänden gucken. Hallo. Vielleicht kann ich ihn nicht von hinten an. Isila. Sei Samjarta Tagarsch. Okay. Von ihm kriegen wir jetzt also momentan aber noch mehr Elisa-Aufgaben. Das hält uns natürlich ein bisschen davon ab, das zu machen, was ich eigentlich machen wollte. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlau, das zu machen, was ich eigentlich machen wollte. Vielleicht ist es einfach noch nicht an der Zeit. Jetzt müssen wir hier ganz oben rumrennen. Moin, moin, hallo, moin, 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 hallo, juhu! So, moin, 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 hallo, Tech, was ist das? Hätte das Gelümse dran gehängt? Meine Trophäe, mein Mammutkopf hier und dann hängt hier irgendeiner... Was ist das überhaupt? Ein paar Kartoffeln oder was? Oder Steine oder was soll das sein? Und hier... Da ist man einmal ein bisschen länger nicht zu Hause, weißt du, dann schmeißen sie dir alles mit. Ah, das Farbenfest. Schön. Und wieder mit Wattebauschen. Ja. So, da oben sitzt er. Gibt es da einen direkten Aufgang hin? Ja, sieht aus wie hier oben so. Hat er versteckt? Guck dir das an. Boah, da sieht keiner, dass man da hochgehen kann. Moin. Ja. Ach. Ach. Wie hast du denn das hierher geschafft? Läuft. Machen wir. Ich bleib dann auch hier. Ist ja, hast du ja schick. Hast du toll gefunden. Super geil.
Und hier auch so eine Hütte. Direkt am Wasserfall. Ist total entspannt. Kann man super bei schlafen wahrscheinlich. Ja. Aber, ja, mehr kann ich nicht machen. So. Und Tensei, zu dem kann man jetzt gar nichts hier, oder was? Moin. Ja. Ja. Jawohl. Ja, läuft. Das war's? Ja, habe ich gemacht. Nochmal eine kleine Zusammenfassung, extra für euch. Ja, komm, den machen wir auch noch. Ja, gut, okay, alles klar. Also noch ein Tutorial brauche ich jetzt nicht. Danke, habe ich. Ja, dann haben wir hoffentlich eine neue Quest bekommen. Da, mittendrin. Lö. So. Oshani. Brenne das Lager, das Elisa-Lager nieder. So. Dann machen wir das wohl mal, wa? Bevor hier Langeweile aufkommt. Oh. So, machen wir noch glatt. Markieren. Und da unten haben wir gleich schon wieder Stress an den Hacken. Wo ist mein Animal? Da hinten irgendwo. Okay. So, wie komme ich da am besten hoch? Meistens gibt es ja richtig. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Da oben wird schon geschlachtet. Ich glaube nicht, dass ich da noch groß was zu melden habe. Ah, hier geht's hoch. Das Zack. Bestienkill. Habe ich gemacht. Habe ich geholfen. War ich hilfreich? Bitte klicken Sie hier an. Hat Ihnen unser Support geholfen? Nein, will ich nicht. Geh weg. So, da liegt auch noch irgendwas oder irgendwer. Pfeile von mir hauptsächlich. Das ist wichtig. So, ach ja, genau. Andere Richtung. Er fängt schon wieder an, irgendwen aufzufressen. Hier ist auch voll lecker. Ja. Hä? Wieso ist denn die Markierung wieder weg? Ich habe doch die Markierung darauf gesetzt. Oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Aber man ist sich ja häufig so vielen Sachen total sicher und stellt dann letztendlich fest, nein. So. Zwickt im Nacken. Entschuldigung, aber ist nur ganz kurz. Ist nur ganz kurz. Ah, nein! Ah, das war der falsche. Nein! Oh Gott, ich habe einen von meinen eigenen Leuten getötet. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Es tut mir leid. Ich ziehe mal lieber schnell die Pfeile raus. Ah. Bevor irgendjemand. Der wollte mir helfen. Der wollte mir helfen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Suchen. Was suche ich? Bei ihm im Gesicht irgendwas oder was? So. Was hast du davon? Siehst aus wie ein Mad Eagle und eine groß andere Funktion als ein Mad Eagle hast du jetzt nicht mehr. So. Ha! Habe ich sie aber gegeben. So. Hab. Was jetzt? Schon nachgespawnt? Wirklich? Oder rennt er da jetzt nackt durch die Gegend? Weiß man nicht. Aber ich könnte noch ein bisschen Fleisch gebrauchen, glaube ich. Habe ich in letzter Zeit ein bisschen mehr verbraucht. Ich glaube, das könnte sein, dass ich Fleisch brauche.
Ernsthaft? Die Tasche für diesen Gegenstand ist voll. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, aber okay. Wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Hallo? So, weiter im Text. Noch gute 200 Meter. Knappe 200 Meter, Entschuldigung. Gute 200 Meter sind über 200 Meter, knapp über 200 Meter und knappe 200 Meter sind knapp unter 200 Meter. Lässt sich diese Leere lässt sich sozusagen jederzeit auch auf 100, 150, 300 und 700 Meter. Alle anderen, nein. Lässt sich also anwenden. So, jetzt soll ich das Lager niederbrennen und dann sind wir, glaube ich, auch fertig für diese Folge. Machen wir mal eben schnell. Ist alles voll easy, ey. Ich sehe, machen wir ganz fixy. Fix und foxy. Wahrscheinlich werde ich gleich so richtig aufs Maul kriegen. Für alt und für neun und mit Steinkeule und allem drum und dran. So. Ich soll das ja nieder. Oi. Ich soll das ja niederbrennen hier. Kann ich hier noch einen Daumen taken? Wo bist du einer denn? Hier unten müsste gleich einer rumkommen. Ich stehe jetzt natürlich auch sehr exponiert, aber gut ist, dass wir schon mal angefangen haben mit Niederbrennen. Meine? Ja. Warte. Da hinter mir stand einer. Aha. Heilen. Meinen eigenen Mann getroffen, das ist nicht gut. So, haben wir es. Brennt alles schon mal ganz gut. Ich sehe, das passiert alles mehr oder weniger von alleine. Das finde ich sehr entspannt. Muss ich gestehen. Aber da hinten soll irgendwo noch jemand sein. Wo? Oh. Da sind auf jeden Fall noch welche. Du. Das könnten die Weichteile gewesen sein. Warum greift mich hier jetzt jemand an? Was ist das? Was ist dahinter? Was ist das? Hä, was? Was soll das? Das ist doch meiner, oder nicht? Hä? Was ist mit ihm denn los? Was? Was passiert denn hier? Warum greift mich mein eigenes Tier an? Was? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum? Was ist da? Was? Gibt's da so ein Hallo? Was ist denn da? Ist der doof oder was? So oder was? Das ist doch meine. Warum rage der hier mit einmal? Moin.
So, tut mir leid, ich muss hier leider alles niederbrennen jetzt. Ich glaube, das stört nicht allzu sehr. Ja. Ich brenne die Fackel nicht. Cool. Ja. Bla bla bla. So, pass auf. Was haben wir hier noch schöne? Das können wir noch anzünden. So, was können wir noch alles anzünden hier? Da hinten ist bestimmt auch noch. Hier kommt das Ding, können wir auch noch anzünden. Hier. Ne, das ist ein Stein, den können wir nicht anzünden. Also aus irgendeinem Grunde ist mein eigenes Tier, hat sich gegen mich gewendet. Weiß nicht so genau warum. Und den auch anzünden. So, hier oben stehen noch zwei. So, na. So. Auge in Auge stehen wir uns gegenüber. Hey, wo willst du hin? Okay. Eigentlich dachte ich, wir unterhalten uns noch ein bisschen, aber er wollte dann offensichtlich nicht mehr. So, anzünden, anzünden. Haben wir noch irgendwas zum Anzünden? Da oben steht noch so viel angeblich. Ist hier noch nicht so richtig niedergebrannt. Da muss ich die jetzt echt ernsthaft alle einzeln niederbrennen hier, oder was? All die kleinen Stückchen hier. Da hinten steht noch was. Da kommen schon wieder neue. Das ist ja blöd, Mann. Ja. Scheiße. Hier ist noch was zum Anzünden. So. Schnauze. So. Er ist natürlich ein bisschen lästig, wenn man die ganze Zeit angegriffen wird. Aber das jetzt noch anzünden hier? Ich weiß es nicht. Nö, das scheint schon abgebrannt zu sein. Ich, ja, genau. Hier ist noch was. War doch der Meinung, dass es hier noch irgendwas gab. Hier wird jetzt wahrscheinlich sowieso das ganze Feld anfangen zu brennen. Aber damit das ein bisschen schneller geht, fange ich ja schon mal gleich an mehreren Stellen an. Ja. Bla bla bla. So. Ah. Alles klar. Haben wir geschafft. Ja, das soll es dann auch gewesen sein für heute. Ich habe keine Ahnung, was da mit meinem, Tier passiert ist. Das werde ich mir in der Nachsorge nochmal anschauen. Hi. Oh. Also alle, die zu mir gehörten, haben sie offensichtlich inzwischen schon getötet. Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich jetzt Schluss machen. Ja, wo? So, dem konnte ich leider nicht mehr helfen. Mir leid. Ist halt so. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Hat es halt zwei zerrissen. Ich glaube, ich sollte mich jetzt hier schnellstens und tunlichst verdrücken, bevor noch mehr drauf gehen. Ich habe für mich persönlich beschlossen, wenn ich das nicht sehe, dann ist das auch nicht passiert. So. Dieses Dorf haben wir niedergebrannt. Das würde mich total interessieren. Warte mal, haben wir jetzt hier hinten wieder? Nö, haben wir nicht. Ja, dann wird wohl tatsächlich endlich das hier der nächste Schritt sein. Ich
einfach mal ganz, ganz voller Elan genau diesen Schritt und teleportiere mich da schon mal hin. Hier sind wir und hier werden wir nächstes Mal weitermachen. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.